Moin bei kugelbahn.de und zur wirklich ersten Folge der Videoserie So entsteht ein Teil mit dem 3D-Drucker. Ihr habt ja abgestimmt und es wurde der Freifallturm. Und ich fange jetzt an mit den ersten Entwürfen dafür. Ganz oldschool auf Papier mit Stift und Geodreieck und vielleicht noch ein paar diverse anderer kleiner Hilfsmittel. Und ja, legen wir einfach mal los. So, dann geht's los. Ich versuche, meine wirren Gedanken möglichst strukturiert vorzutragen. Ich weiß noch nicht genau, ob das klappen wird. Womöglich schweife ich auch mal ein bisschen ab. Kann ich nicht ganz versprechen. Wir fangen einfach mal an und schauen uns das Teil, was ich jetzt plane, von oben an. Und dazu zeichne ich jetzt erstmal mit meiner Fänger-Schanze-Kombination hier den Grundriss sozusagen auf. Dass ich da zumindest einigermaßen maßhaltig bin. Ich brauche jetzt nicht hundertprozentig arbeiten, weil darauf kommt es jetzt nicht an. Es geht nur darum, die Ideen zu visualisieren. So, damit hätte ich meinen Grundriss. Ihr merkt es schon, ich möchte natürlich keinen ganzen Stein bauen, sondern nur einen Einsatz bauen, der in diesem Basisstein, so wie diese Schanze, eingesetzt wird. Und damit bleibt das Ganze ein bisschen flexibler und vom Druck wird es auch ein bisschen einfacher. Mittendrin muss natürlich unser Loch rein. Das zeichne ich jetzt auch nur provisorisch ein. Ich muss natürlich irgendwie die Mitte jetzt finden. So, und die Kugeln sind 12,7 mm im Durchmesser. Und die Kurvenbahnen, wo die Schienen durchlaufen, und auch so sämtliche Löcher, wo die Kurven durchfallen, bei Gravity Tracks sind 14 mm im Durchmesser, so dass die Kugeln auch links und rechts genug Spiel haben, um ohne zu bremsen da rauszufallen. Ich habe mal ein Teil gedruckt, was nur 13 mm hatte, da sind die Kugeln teilweise wirklich drin hängen geblieben, weil die Kugeln auch ein bisschen Spiel haben, kennen wir ja aus diversen Videos schon. So, und da ist jetzt meine Draufsicht und hier müsste ich jetzt ja eigentlich nur noch einen Weg runterbauen bzw. aus dem Loch rausbauen, der dann natürlich so rund geht und die Kugel mit Schwung aus dem Stein katapultiert und hier halt dann aus diesem Auslauf rauslaufen wird. Soweit, so gut, die Ansicht von oben. Jetzt habe ich ja noch das Problem, ich muss ja auf den Stein andere Turmelemente noch draufsetzen können und die lose da draufsetzen ist natürlich nicht sonderlich praktikabel, sondern die müssen halt irgendwie verbunden werden. Jetzt gibt es da im Prinzip zwei Möglichkeiten. Ich kann einmal hier so 6 Pins drauf drucken, die dann 5 mm hochragen zum Beispiel und im Turmstein, der oben drauf kommt, gibt es dann das Gegenstück dazu, da sind dann Löcher drin und die kann ich dann da draufsetzen und halt auch diesen Turmstein in jede beliebige Richtung herumdrehen. Oder ich mache es halt einfach, wie es eigentlich überall bei Gravity Tracks gelöst ist, mit diesem Sechseckkram, der dann einfach da drauf gesetzt wird, hätte auch den Vorteil, dass ich auf einen Turmstein, der noch da drauf ist, auch jedes beliebige Streckenteil weiter verbauen kann. Zum Beispiel kann ich da dann so ein Ding auch draufsetzen. Darum tendiere ich eigentlich mehr zu dieser Sechseck-Lösung. Soweit halten wir das auch erstmal fest. Fangen wir mal an mit der Seitenansicht, die ich für diesen Turmbasisstein brauche. So ein Gravitrex-Stein ist immer 10 mm hoch. Diesen Fuß hier rechnen wir da jetzt mal raus und das Innenmaß hier sind 9 mm. Gehe ich jetzt mal nach diesem 10 mm Raster und nach diesem Gravitrack System, wie auch der Dipper und der Flip zum Beispiel funktionieren. Die funktionieren ja so, wenn ich jetzt 3,5 Höhensteine habe, das heißt also 3 graue Höhensteine und eine transparente Ebene entspricht den 3,5 Höhensteinen. Das schafft der Flip zum Beispiel, diese Kugel auf diese Höhe drauf zu werfen. Dieses Raster würde ich hier auf jeden Fall beibehalten,
Allerdings würde ich diese Turmbasis maximal 30 mm hoch machen, dass der auch zuverlässig belaufen werden kann, wenn der die Kugel von einer transparenten Ebene mit drei Höhensteinen darunter angerollt kommt, dass da auf jeden Fall ein bisschen Gefälle drin ist. Diese Tiefe hier ist jetzt 9 mm, heißt also, wenn ich in diesem Rabbitrax Raster drin bleiben möchte, muss meine Turmbasis 29 mm letztendlich hoch sein, um ein Gefälle zu ermöglichen. Und das zeichne ich jetzt erstmal irgendwie auf. So, das sind also 44 mm, wenn ich jetzt hier in die Breite gehe. Wenn ich jetzt 29 mm hochgehen will, dann wäre der Turm oder der Basisturm so hoch. Nicht so ganz gerade, egal. Und so sähe der dann aus, hätte dann aber meinen Rand noch hier über, der, das habe ich jetzt gar nicht im Kopf, was das für ein Maß ist, das ist auch ungefähr ein Zentimeter, ist ein bisschen weniger. Ich kann auch mal mein hypergenaues Messgerät da dran halten und es sind ein Zentimeter, ja. Heißt, dieser Stein sitzt dann, ist jetzt so ein Querschnitt, wird das im Prinzip, ist dann 9 mm in dem Basisstein drin. Ich habe jetzt hier nur einen Kugelschreiber, normalerweise würde ich das mit einem Bleistift machen, aber ein Bleistift dürfte ein bisschen blass sein, darum nehme ich diesen Stift hier und der ist 10 mm hoch und so würde dann querschnittsmäßig gesehen der Stein dort drin sitzen. So, das heißt also, wenn ich jetzt hier einen Einlauf machen möchte, muss ja meine Kante, wo ich die Schienen reinhänge, mindestens so breit sein, wie der Basisstein auch ist. Weil die Schienen Einhängevorrichtung hier hinsetzen würde, wären die Schienen ja immer zu kurz. Und das ist ja nicht wirklich praktikabel. Also brauche ich hier so ein Teil, wo hier die Schienen eingehangen werden. Und hier käme dann dieser Überhang zum Tragen, wo jetzt die Überlegung ist, baue ich den Stein nicht dann so, dass ich das einfach hier drüber drucke. Und dann funktioniert das schon. Oder ich mache das hier einfach schräg, was dann Probleme geben kann bei den Löcherchen, wo die Schienen eingehangen werden kann. Kann ich jetzt so gar nicht beurteilen, muss ich erst am Computer wirklich einen Prototyp bauen und dann schauen, ob das machbar ist oder ob es im völligen Chaos endet. Dasselbe natürlich auch auf der anderen Seite, in diesem Überhang oder der Schräge. Diese Einläufe wären natürlich auch dann hier quasi dran. Also wenn man es jetzt so ein bisschen perspektivisch machen wollte, dann säße hier auch so ein Teil dran, wo Schienen drin sind. Also ist jetzt nur grob dahingemalt und hier wäre auch so ein Teil, weil es ist ja nun mal ein Sechseck und das Ganze auf der anderen Seite natürlich auch. Okay, der Grundturm wäre damit so einigermaßen durchgeplant. Kommen wir mal zu den einzelnen Turmelementen und hier ist ja die Frage, nehme ich da 6 Einläufe, ist natürlich die maximale Flexibilität. Die Frage ist, werden jemals 6 Kugeln aus 6 verschiedenen Richtungen in so einen Turm reinlaufen? Wahrscheinlich in den seltensten Fällen, aber möglich ist es natürlich schon. Deswegen plane ich jetzt einfach mal mit 6 Einläufen. Das bedeutet für den Stein, der jetzt beispielhaft genauso hoch ist wie diese 3 Höhensteine, nämlich 3 cm, bedeutet für diesen Turmstein, dass wenn die Kugel hier oben reinläuft und der Einlauf hier oben an der obersten Kante ist, muss ich natürlich unten, um den aufeinandersetzen zu können, ein Loch für die Kugel haben. Das ist noch so ein bisschen das Problem, wo es mir auch gerade meine geistige Vorstellungskraft ein bisschen sprengt. Wenn ich jetzt dieses Sechseckraster nehme, um den nächsten Stein da drauf zu befestigen, ob nicht dann dieses Sechseck irgendwo mal im Weg sein könnte, sehen wir dann, ich kann ja immer noch auf diese Stifte umschwenken, mit denen sollte es auf jeden Fall dann kein Problem geben. Lange Rede, gar keinen Sinn. Dann nehmen wir wieder unsere
44 mm Basis Breite und der wird ja jetzt 30 hoch und 30 hoch. Und das ist im Prinzip dann schon mein Basisstein von derselben Seite gesehen wie dieser hier. Der nimmt auf. Und hier brauche ich ja dann einen Einlauf, der auch nicht so ganz hoch sein muss. Nehmen wir mal 5 mm Höhe und dann muss ich hier 7 und 7. Dann lass das Loch halt einigermaßen. Was? So. Und hier oben mit 14 mm mein Einlaufteil sitzen, wo dann hier die Schienenlöcher drin sind. Da wären dann jetzt rein von meiner Skizze aus gesehen, sind das knappe 15 mm. Von der Lochoberkante, wo die Kugel reinrollt, bis zum Schieneneinlauf, der ja auch wie hier dann ein bisschen runterragt. Und ich müsste dann auf diesen 15 mm, ich trage das jetzt mal hier an die Kante, einen Überhang erzeugen von 10 mm. Am besten ohne Stützdruck. Und das sollte eigentlich funktionieren. Jetzt ist die Frage, müssen da innen eventuell so leichte Neigungen rein vom Übergang des Einlaufslochs zum Fallloch, dass die Kugel ein bisschen geschmeidiger da reinläuft, oder kann ich da einfach eine 90-Grad-Kante lassen? Die Kugel prallt halt dagegen und fällt dann einfach mit Schmackes raus. Also auf den ersten Blick würde ich sagen, ist egal. Je nachdem, wie schnell die Kugel gegen die gegenüberliegende Wand rollt, wird dann dieser Turm auch ein bisschen in Schwung versetzt und das draufgesteckte müsste das halten. So ungefähr wird das Ding aussehen. Ich habe das jetzt mal alles nur grob skizziert. Wahrscheinlich habe ich noch 2, 3 Gedankenfehler da drin. Wenn euch irgendwelche aufgefallen sind, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Okay, damit wäre der Grundstein für diesen Turm Basisstein und die da drauf zu setzenden Elemente gelegt, wie sie ungefähr aussehen sollen. Ob das hinterher so klappt, das sei einfach mal dahingestellt, das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Im nächsten Teil dieser Serie gehe ich dann an den Computer und entwerfe diesen Turm-Basisstein erstmal und den drucken wir dann auch aus und schauen uns das Ergebnis an, wie der dann funktionieren wird. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Like da, abonniert kugelbahn.de und aktiviert am besten auch das Bimmelbammelglöckchen, denn dann werdet ihr informiert, wenn es hier das nächste Video in dieser Serie gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Je nachdem, wie schnell die Kugel gegen die Je nachdem, wie schnell die Kugel gegen die gegenüberliegende Wand rollt.